Also nein, du, ja, aber wie hast du fühlst dich halt so, dass dir, du hast das Gefühl, als wenn dir mehr gelingt als sonst. Ach so, okay. Ach so, ja. Okay. Aber ja, okay. Trotz alledem. Also ich wusste nicht, dass mir immer noch schlecht ist, weil du hast mir gesagt, die Nacht wäre mir schlecht. Achso, nein, also das ist... Dann habe ich das falsch verstanden. Okay, gut, ja, hier, ich habe den geilen Trank, den will ich gleich trinken. Voll geil. Guck dir diese wunderbare grüne Suppe an. Ja, Nice. Ja, preis. Ja. Ich habe denen sogar 2 Silbertaler gespendet, weil heute ist ein richtig guter Tag. Boah, was du nicht sagst, das ist krass, gar nicht von dir gedacht. Ja. Das ist aber wirklich. Muss ich mal direkt ein Kreuz im Kalender machen. Ja, mach dir mal ein Kreuz im Kalender, ja. Und ich gehe jetzt Geld verdienen. Nein. Und ich würde gerne. Was habt ihr so erreichen können? Das mach ich gleich. Fragen Sie mal, frag mal den Gillab. Ja. Was hast du heute erreicht? Nix. Habt ihr was herausgeholt? Ich hab mir einen Dolch gekauft. Ich hab mir einen wunderschönen Dolch gekauft. Zwei sogar. Einen wunderschönen Dolch. Ja, ich hab nur den einen mitgenommen. Krass. Ach so. Ich hab mir einen wunderschönen Dolch gekauft. Zeig doch mal. Guck mal hier. Ich hab mir richtig schön. Ja, super scharf. Der Händler hat mir versichert, das ist der schärfste Dolch. Der schärfste Dolch im ganzen. Du erkennst das nicht, dass der Schrott ist. Ach so. Ja, genau. Das ganz Beste von Aventurien. Ja, da bin ich auch stolz. Boah, wie teuer wäre der denn, wenn ich mir den holen wollen würde? Ich habe da 2 Silberstücke nur für bezahlt. 2 Silberstücke? Ja. Ich habe noch einen bekommen, aber der war nicht so toll. Den habe ich dann gelassen. Ja. Also, ich würde den hier fast abkaufen. Ja, was würdest du mir denn dafür geben? Boah, der ist so ein Silberstück. Ein Silberstück? Ja. Ich hätte den für 3 verkauft. Für 3? Was bist du für ein Händler? 4. Für 4? Ja, 4. Wieso? Gerade wolltest du mir ein Silberstück geben. Okay. Jetzt 4 oder was? Ja, machen wir 4. Wenn du mir schon 3 geben willst, können wir auch 4 draus machen. Boah, krass. 4? 4 für dieses Teil. Ja. Ich halte ihm die 4 Silbertaler hin. Gleich darfst du würfeln, Jay. Ich weiß nicht, was du vorhast. Also ich würde dann das Angebot annehmen. Und gerade wenn er halt reingreift, sage ich, zieh ich zurück und sag, Lappen. Dann müsst ihr beide einmal würfeln. Ja. Bitte. 14. 6. 6. Ja. Als du die Hand wieder zurückziehst, merkst du, dass du schon den Dolch in der Hand hast, nehmen wir uns schon weg. Voll so, ohne dass der gesehen hat, ausgetauscht. Gut, da bin ich ja jetzt um 4 Silberstücke. Alter, gib mir die Scheiße wieder, Mann. Hallo. Gib mir die wieder. Ich bin immer ein bisschen ruhiger, gib mir die Sachen wieder. Nein, ich will die Sachen wieder haben. Mach das draußen. Ich will die Sachen, komm, wir gehen jetzt da draußen los. 32 Silberstücke. Wir gehen jetzt, nein. Ich will die Sachen wieder haben. Nein, Mann, das war doch nur ein Spaß, Mann. Nein, gib mir jetzt die Sachen wieder. Ich wünsche dir viel Spaß. Gib mir jetzt die Sachen wieder. Du hast einen richtig guten Handel gemacht. Nein, Mann, das ist totaler Bullshit, Mann. Ich will dich verarschen. Gib mir jetzt die Sachen wieder. Nein. Was der Dolch in Aventurien wert ist. Okay, dafür ist der Mantel mein. Nee. Doch, der Mantel ist mein. Doch, der Mantel ist mein. Nee. Da reden wir doch. Der Mantel ist mein. Okay, ich verstehe deine schlechte Laune. Wenn wir ein richtiges Problem stecken, gerade ein richtig gutes Geschäft gemacht. Wenn wir richtig Problem stecken, ja. Eigentlich. Barakus Obamus! Nee. War das jetzt eine Aktion? Ja. Der kommt nicht. Ja. Alter, wie häufig haust du eigentlich auf den Tisch? Ja, das riecht mich halt auf. Ich habe mich bescheißen lassen. Ja. Also, ich verstehe das gar nicht. Vor allem, ich wollte dich verarschen. Ich wusste es doch. Ja. Gib mir jetzt mein Geld wieder, Mann. So, ich gehe hin. Ich will ihm das Geld aus der Hand reißen. Nein, ich gehe nicht raus. Ich bleib da. Ich will ihm das Geld aus der Hand reißen. Also, erstmal, du hörst ziemlich genau aufgrund deines geilen Goldsinns auch, dass er 33 Silberstücke drin ist. 32. 32. So, ich muss mal hier bleiben. Das hörst du von euch. Ja. Was möchtest du machen? Ich will ihm das Geld aus der Hand reißen. Den kompletten Sack. Ja, okay, ja. Ich will ihm den Sack versuchen, aus der Hand zu reißen. Ja. Der ist aber an der Schnur. Genau, mach das doch nicht in der Kirche, geh doch bitte raus. Nee, der geht ja nicht nach draußen, ich kann den nicht rauscarryen. Jetzt bin ich jetzt. Ja, also, da du ja gerade so gemacht hast, dann dürft ihr beide einmal würfeln. Boah, Gott im Himmel, ey. Bitte, Mann. Nein! 19 und 14. Ja, gut, du warst halt daneben. Ich nehme den Sack und steck den weg. Aufgrund dieser Aktion ist der jetzt wieder schön bei mir sicher verstaut. Okay. Das kriegen wir noch wieder. Kriegen wir noch wieder. Du hast dich beschissen, Mann. Die Firma dankt. Du hast mich beschissen. Nein, natürlich hast du mich beschissen. Bessert sich dadurch deine Laune eigentlich? Also ich muss sagen, aufgrund dessen, dass ich jetzt ein gutes Geschäft gemacht habe, hebt es ein wenig meine Laune, aber nichtsdestotrotz bin ich immer noch ungeduldig, weil ich jetzt wissen will, was mit diesem Scheiß mit der Gang los ist. Was ein Spasti, Mann. Blöder Wichser. Die hole ich mir wieder, das Geld. Ja, dann gehe jetzt halt sauer nach draußen und trinke jetzt meinen Trank. Okay, dir geht's schlagartig besser. Oh, fett.
Und dann behalte ich natürlich das, was ist das so, dieses Gläschen, das leere Gläschen. Die Fiole. Fiole behalte ich, die Fiole behalte ich. Kölschglas. Wenn ich darf. Quasi, ja, sicher, die waren mit dabei. Volker hat über Zelda drauf, wenn du die Flasche bekommst. So. Bei Zelda, wenn du die Flasche bekommst. Was ja. Ja, dann gehe ich jetzt zum Dorfplatz. Einen Moment, habe ich den... Ich wollte dich ja fragen, ich bin jetzt so wut im Brand, eigentlich wollte ich ja wissen, was hier mit dem Medaillon passiert ist, aber ich bin jetzt so sauer gewesen, dass ich einfach rausgegangen bin. Dann geh jetzt Richtung Dorfplatz. Okay, gut. Also ihr seid halt auch in der Kirche, habt gerade hart diskutiert. Was möchtet ihr tun? Ja, wir reden mit dem, was ist denn das, dein Pfarrer? Geweihte. Betende Menschen. Preios zum Gruße, mein Vater. Ich muss natürlich vorher erstmal beten, dann gehen wir zu dem hin und dann... Preios zum Gruße, mein Vater. Preios zum Gruße, Rondrake weiter. Wir bräuchten etwas Hilfe bezüglich magischer Gegenstände. Oh, ich weiß nicht, ob ich damit meinen geringen Künstler helfen kann, aber Preios wird alles Mögliche in der Macht tun. Würden Sie denn jemanden kennen, der sich da Ihrer Meinung nach besser mit auskennt? Ah, Gott, was auch mal. Nee, Quatsch. Ja, schau, der kann das ja nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich könnte höchstens, gerne können Sie mir Ihr Artefakt zeigen, ich kann das mit meiner Holden Gefährtin einmal analysieren. Mir wurde in Gareth gesagt, ich solle nach Joborn gehen, aber man hat mir da leider nicht gesagt, ja, genau. Man hat mir da leider keine Auskunft drüber gegeben, wer mir da helfen könnte. Und gut, also zeigen kann ich sie dir mal und dann kannst du mal gucken. Moment. Ja. Ich muss aber Passwort eingeben. Na gut. Ja. Wir nutzen diese Verzögerung. Wieso ist das ausgegangen? Weil ich also jetzt lange nicht drauf umgeklickt habe. Geht es einfach aus? Ja, ich hole hundertprozentig aus dem Schlafmodus. Genau. Wenn du nicht im Strom hast, dann... Eigentlich ist das eine sinnvolle Funktion. Ja, eben. Strom sparen ist nicht unbedingt die falsche. Boah. Wir müssen halt das so überbrücken. Edler Rondrake weiter, dürfte ich dieses Amulett, könnten Sie das einmal ganz kurz auf diesen Altar legen, des Preios? Boah, stell dir nicht so an, leg das Scheißding jetzt auf den Scheißaltar. Das nimmt dir der doch wohl nicht was, weg. Was lässt dich zögern? Ich überlege noch, was passieren könnte. Also ich habe in Charakter gefragt, was lässt dich zögern? Ich bin etwas misstrauisch. Okay. Aber doch nicht aber gegen die komischen Kiefer. Aber Preios wird man wohl vertrauen können, dann lege ich es halt dahin. Du legst also das Amulett auf den Tisch. Ja. Der Preios-Geweihte und die Preios-Geweihte nehmen halt ein Buch und gucken sich das halt einmal genau an und legen halt das Buch daneben und blättern quasi ein Buch der Artefakte durch und finden dann nach einer kurzen Zeit ein passendes Gegenstück, was sich dann Herz des Rondra nennt. Moment, also passendes Gegenstück heißt, die sehen gleich aus. Die sehen gleich aus. Okay. Genau. Also alles das, was ich jetzt erzähle, erzählt dir der Pfarrer, erzählt dir der Geweihte halt auch. Und die Geschichte sagt, dass dieses Amulett große Macht enthält und vor allem aber große Stärke im kämpferischen Sinne. Dass der Träger als großer Führer auftreten kann oder... ja. Oder die Möglichkeit besteht, die Moral einer großen Truppe einmalig zu heben. Es ist, ihr müsst euch das so vorstellen, wie einen einmaligen Zauber. Ihr habt dieses Amulett als ein Artefakt mit einem manifestierten Zauber, wie eine Rune. Verbraucht ihr die Rune, verschwindet das Amulett. Das hieße aber, dass das Amulett an sich eine stetige Kraft hat, aber noch sozusagen einen zusätzlichen Zauber, den man nutzen kann. Allerdings wird es dann zerstört. Genau. Okay. Was ist die stetige Kraft gewesen? Stärke. Stärke. Stärke plus 1. Aber wie sich das jetzt auf euch direkt auswirkt, kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch jedoch sagen, dass ein alter Wandersmann, er hat sehr hagere Gestalt, wohnt nahe in den Bergen, direkt hinter unserer kleinen Stadt, auf einer erhöhten Position. Können Sie mir den beschreiben, wie der aussieht? Ein sehr hagerer Mann, redet nicht viel, wohnt da oben schon seit, es gibt nur Legenden über ihn, hunderten Jahren. Ja, Barakus, die Sau. Wir wissen es selber nicht genau. Ist das aber so völlig schwarz? Was ist schwarz? Ob der Typ dunkle Hautfarbe hat. Ja, er hat dunkle Hautfarbe. Ja. Trägt der mal einen Mantel? Ja, wir alle Geweihten. Ist der einarmig? Das weiß ich nicht. Okay.
Der Typ hat uns angelogen, der Wichser. Der sagte, der weiß nichts damit anzufangen. Wir haben eine ähnliche Person auf unseren Reisen getroffen und auch diese Person hat dem Amulett gefragt und er meinte, er weiß dazu nichts. Moment, Sie sagen, der ist Geweihter. Was bedeutet denn das? Weil denjenigen, den wir getroffen haben, der war alles andere als ein Geweihter, der war eher ein Verfluchter. Der hat den Namenlosen gegrüßt. Ja, es ist so, es gibt einen alten Krieger, der in der Schlacht 26 nach Hall in den Dämonenkriegen gefallen ist. Das ist nicht Barack Obamas. Und dieser Mann... Ich bin dumm. Das muss jemand anders sagen. Das muss jemand anders sagen. Und dieser Mann war Krieger des Rondra und hat, um eine große Rondra-Schar zu retten, sein eigenes Leben geopfert. Ein ehrwürdiger Krieger. Und hat dafür die Bürde auf sich genommen, ewig mit dem Teufel zu ringen. Mhm. Das zerrt an seinem Körper und lässt ihn selber nicht ruhen. Trotz alledem ist er persönlich durch seine Rondra-Gesinntheit ein ehrwerter Mann. Aber es kommt halt darauf an, wann man ihn trifft. In der Nacht, in der Nacht sehr böse, am Tage Rondra geweiht. Und haben wir den nicht tagsüber getroffen? Ja, war aber nur nett. Ja, richtig. Das stimmt. Du hast Brot gegeben. Wir waren nur so am Tag Rondra geweiht und vor allen Dingen am Tage ein normalerweise hagerer Mann, armer Gestalt, in der Nacht ein großer Ritualmeister. Mit unermesslichen Zauberkräften. Aber dann nicht nett. Wir haben ihn nachts noch nie getroffen, meine Damen. Alle, die getroffen haben. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg ins Gebirge, oder? Was sind wir denn da? Ja, den Typen da, hier, den. Ja, wir wissen ja nicht, ob das der Barakus Obamus ist. Der hat doch gerade gesagt, der weiß mehr über das Amulett. Ja, aber wir wissen das Amulett verleiht dem Träger Stärke. Ja, aber vielleicht kann man damit noch mal ein anderes machen. Wir könnten da zum Beispiel. Ich stecke das Amulett übrigens wieder ein. Und ja. Danke. Ja, aber du weißt ja gar nicht, wie du die Rune benutzen wollen könntest. Hm. Ja, vielleicht will ich Rune. Ja, weißt du, was du damit machen kannst? Dann wird er zerstört. Ja, das stimmt. Ja, aber vielleicht werden wir uns irgendwann in großer Gefahr begeben. Ja, aber es hebt die Moral. Also. Ja. Da muss die Kacke ja schon richtig am Tapfen sein. Das stimmt. Ja, wollen wir nicht mehr über das Amulett rausfinden, oder wie? Also nicht den alten Mann in den Bergen besuchen. Klingt gefährlich in der Nacht. Klingt echt gefährlich. Ja, wir können ja nachts hinlaufen, warten, bis es hell ist und den dann da besuchen. Ja, aber dann ist er ja kein Ritualienmeister, dann ist er nur noch... Ach, ich bin ja blöd. Okay, gute Idee! Ja, aber ist ein ganz guter Einwand. Ja, dann müssen bei wir halt... Bei der Intuition kann er dagegen sprechen. Ja, aber wir haben noch einen starken Krieger bei uns, der uns beschützen kann. Ja, aber wir könnten den Typen, also ich müsste halt mit mir ringen, wenn wir dem nachts begegnen. Ja. Und der uns angreift. Ja. War der ja trotzdem gut, der hätte die Leute da von Rondra gerettet. Ja, aber das ist doch nur so ein alter, schwächliger, klappriger Typ mit einem Arm. Den könnte ich aber machen? Im Zweifel nicht töten. Ja, aber mach Radi dann schon. Vielleicht könntest du den noch weiter auseinandernehmen mit deiner Axt. Weißt du, so einen Petspender draus machen, oder was? Ja, aber du wirst dich zumindest wehren können. Also ich finde die Sache, wir können natürlich auch woanders hingehen und uns... Nun gut. Wie ihr wollt. Also... Nichtsdestotrotz wissen wir immer noch nicht, wie man das Amulett benutzen muss. Du weißt ja nicht, vielleicht gibt es ja einen Zauberspruch oder was. Moment, also das ist ja jetzt zumindest schon mal identifiziert. Ja, ja. Da ist der Plusstern. Ja, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich finde, wir sollten da hingehen. Sollten wir da hingehen? Ja. Auch mein Interesse ist jetzt mal geweckt. Würde gerne mehr darüber. Ich finde, wir sollten da hingehen. Anderen Seite, das klingt spannend. Nicht wahr? Ja. Auf der anderen Seite, ob das jetzt spannend ist oder nicht, der dient momentan ja dann zumindest zur Hälfte dem Teufel. Ja. Und eigentlich ist der Rondra Geweihter. Das heißt, er ist ja eigentlich quasi dein Bruder. Eben. Und du musst ihn eigentlich erlösen. Den kann ich ja nicht töten. Nee, aber klar, du musst ja schon zugehört, du musst den Mantel nur ausziehen. Ja, wir wissen ja nicht, ob der... Ja, wir wissen ja nicht, ja, ob der... Ja, okay, aber, gut. Ja, gut. Gut, dann machen wir uns auf den Weg. Ja, also, oder? Wissen wir denn genau, wo wir lang gehen? Und zwar nicht wegen dem Amulett, sondern um den vom... Also ich gehe da hin, um den vom Teufel zu befreien. So, die Hütte, hier, Vater, die Hütte, die war wo genau? Richtet euch an der Kirche nach Norden aus. Ungefähr einen halben Tagesmarsch. Also nach Firun. Richtung Auckland. Wir müssen wahrscheinlich da in das Gebirge da. Komm Richtung Auckland. Geil. Also, Richtung Norden. Circa also Richtung Tagesmarsch. Gebirge, ein Tagesmarsch. Einen halben. Es geht doch schnell.
Das geht schnell. Da lassen wir dem lieben Typen auch noch irgendwie. Warte mal, es hat jetzt viel wenig. Wir schmeißen die ganze Zeit mit Silber um uns. Das ist eigentlich voll krass. Also ich finde, zum Dank kannst du dem mal was da lassen. Kannst du die Hälfte davon damit überzahlen? Nee, das muss nicht sein. Du willst ja unbedingt für die. Ja, aber ich bin doch auf Reisen, um meine Besitztümer zu mehren. Allein wegen meines Glaubens lasse ich dem schon eine Stunde. Das ist doch schön. Keine Angst. Was lässt du dem denn da? Ich lasse dem 2 Silberstücke da. Oh. Der Praeusgeweihte nimmt die 2 Silberstücke. Dankt dir, legt auch diese in eine Schale und auch du fühlst dich mit Praeus Glück gesegnet. Oh. Du bist gediebert, weil du ein geiziges Stück Scheiße bist. Nochmal gediebert, oder was? Ja, fühlt sich halt nicht von Praeus. Ja, ist mir egal. Also, dass ich mein Silber klimpern höre, geht mir gut. Das ist mein eigener. Jetzt, wo du was Positives gibt, lassen deine Kohle da. Ja, richtig. Ich muss halt überlegen, ob eine Nutte sowas tun würde, aber ich glaube schon. Ja? Naja, eher sowas wie aber Geld ist doch quasi das, wofür du deinen Körper verkaufst. Ja, das ist richtig, aber trotzdem sind doch total viele Prostituierten recht gottgläubig. Ja, aber dann eher Richtung die Sünde. Ja, das oder, stimmt. Oder nee, wer ist die Fickgöttin? Ich lass auch nur. Oder Gott? Sexualia. Sexualia. Wie viel heller sind nochmal ein Silber? Wechsel kostet mal 100. Oh gut, ich wollte schon 5 Heller da lassen. Ich dachte 10, Entschuldigung, nächstes Mal sind immer 10. Ein Silberstück. Dann lasse ich 5 Heller da. 5 Heller. Gib mir doch Goldstücke. Ne, Dukat nennen die sich. Aber so was gibt noch was Höheres als Silberstücke. Ja, Dukat. Okay, dann ist mein Ziel während dieses Abenteuers 100 Silberstücke. Ne, 10 Silberstücke sind doch eine Dukat. Nee, ich glaube, das höchste waren 100, oder? 10 Silbertaler sind eine Dukat. Ja, du hast quasi 3 Dukaten. Aber die Sache ist halt die. Ich bin verrückt. Aber das ist halt nicht wie bei WoW, sondern immer so. Hast du 10, wird automatisch ein Goldstück draus, sondern du hast halt 32 Silberstücke und nicht eine Dukat und nicht 3 Dukaten. Musst du dir mal vorstellen, du hast halt so einen Beutel. Genau. Heißt, du hast halt einen Beutel mit 32 Silberstücken. Wo kriege ich denn so eine Dukate her? Das kannst du wechseln irgendwo. Boah, wo kann. Ja, Werther, Zeremonienmeister, wo das kann, hat das, wo kann das ich hat denn den gleichen Wert. So eine Dukate. Wobei, das ist eigentlich ganz schön scheiße zum Geld ausgeben. Ich lass das mal. Ja, richtig, da muss er mich jetzt mal. Naja, können die Händler nicht wechseln. Könnte ich mich nachts hinsetzen und die ganze Zeit reiben. Wir haben jetzt 2 Stunden gespielt. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Pause. Ja, okay. Und dann machen wir uns auf den Weg. Ins Gebirge. Richtung Orkland. Eventuell. Nimm deine Drogen, mach dich glücklich. Ich so. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Boah, jetzt habe ich Bauchschmerzen, der war nicht so gut. Da musst du in den Praeus-Tempel gehen. Puh. Geil. Das ist voll gut. Das ist vor der Kugel Stuff. Und Stuff. Grünen Stuff. Das Zeug war ja grün, oder? Ja, war ja, grüner, hellgrüner Stuff. Schlamm-Stuff. So wie da dieses schöne Pizmeat-Bild, was Peter im Nachhinein natürlich durch das andere ersetzen möchte, auch noch Keen, also in der Videonachbearbeitung. Ja, auf jeden Fall. Das Bild wird nicht ausgetauscht. Jetzt haben wir es ausgetauscht. Geil, diesmal steht es auch wieder besser. Ja. Immer eine neue Perspektive. So hängt's eigentlich. Voll geil. So hängt's immer, ja. Was ging eigentlich vor, Peter? Was soll das? Naja, weiß ich auch nicht. Ja. Irgendwann konnte ich euch einfach nicht mehr sehen. Ja. Benedict Freeman und wie ist der andere? Benedict Martin Cumberbatch. Ja. Product Placement über Sherlock ist nämlich nur für eine. Nur für 2 Stunden. 2 Stunden bezahlt. Ja. Okay. Also, genau. Ihr befindet euch ja noch in der Kirche. Habt euch jetzt mit dem Praeusgeweiht unterhalten, dann springen wir jetzt nochmal zu Gearlab, zu Blader. Du bist jetzt aus der Kirche logischerweise dann raus. Bam, bam, bam. Und stehst auf dem Marktplatz mit dem einen Stand, den es gibt. Bam, 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 bam. Ja, dann mache ich mich natürlich zum Affen und mache halt richtig geil Musik und Bauchrednerpuppen und tanze und singe über den Wagen. Also du willst gaukeln, ja? Ja, ich möchte gaukeln. Der meinte ja, der Weg wäre ein halber Tagesmarsch. Da wir jetzt aber schon die ganze Zeit hier in der Stadt unterwegs waren, schaffen wir das heute wohl kaum noch. Ja, wir wollen doch im Dunkeln ankommen, oder nicht? Ja, wir wollen eben nicht im Dunkeln ankommen. Ja, doch, klar. Dabei der soll doch zu diesem komischen Zeremonien-Motherfucker werden, damit wir wissen, was wir mit dem. Dann erzählt er uns ja wieder die gleiche Scheiße wie auf dem Weg, als wir den getroffen haben. Bevor der überhaupt der gleiche ist. Bevor wir das diskutieren. Ja, aber. Kurz Pause. Darfst du erstmal dreimal würfeln? Ich will deine Gaukelei nämlich. Okay. Bams 14, Bams 2, Bams 1. Oh! Damit Kasse gemacht. Also du stehst halt da und haust halt echt ein richtiges Feuerwerk aus, muss man was sagen. Weißt du? Man muss sagen, 2000 Einwohner und gefühlt steht alle 2000 gerade vor dir. Und sind richtig hart unterhalten. Und während du halt dich da rumgaukelst zum Affen machst, mit deiner Sprechpuppe laberst, John Lears und whatever.
Heilige Scheiße. Ey, guck mal da draußen. Da steht so, der. Da steht. Ja, schade. Das ich dachte, wir können jetzt voll geil machen. Kannst du erst machen, wenn du gleich rauskommst, wirst du das aber sehen. Okay, cool. Ja, gut. Egal, du wolltest sagen, du wolltest abends ankommen. Gesundheit. Ja, ich würde. Gesundheit. Gesundheit. Nochmal Gesundheit. Nein. Ja, also ich finde, wir sollten jetzt loslaufen, damit wir da nachts im Dunkeln ankommen, damit er eben seine andere Persönlichkeit hat und nicht wieder uns einen vom Pferd erzählt. Oder nicht? Ich glaube. Logisch. Das heißt, du willst nochmal den ganzen Tag durchmachen? Naja. Wenn wir schon einmal da sind. Wenn wir schon einmal wach sind, weil dann penne ich jetzt bis morgen. Ja, wieder gern, aber dann, wenn man schon mal wach ist. Dann sollten wir aber auch gucken, dass wir relativ zügig losgehen. Ich würde mir aber trotzdem, da ich das letzte Mal mit dem Fischen, das mir das nicht so gefallen hat, werde ich mir trotzdem mal eben noch was zu essen mitnehmen. Ja. Ja, okay. Ich bleib bei meinem Brot. Oh, ich bock drauf Schinken, Alter. Ab zur Taverne also. Aber dann zügig, nicht dass wir hier. Ja, Wasser haben wir. Wenn es dunkel ist, dann brauchen wir nicht losgehen, weil halber Tagesmarsch, dann kommen wir ja morgens an. Dann ist ja schon wieder vorbei. Können wir erkennen, wie der Tag ungefähr vorangeschritten ist? Ich wollte gerade sagen, wie weit vorangeschritten ist der Tag ungefähr? Können wir das erkennen? Kurz nach Mittag. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir sind ja quasi morgens von unserem Lager zur Stadt. Ja, okay, dann haben wir noch Zeit für die Taverne. Ja, auf zur Taverne. Also wir gehen raus. Gut, dann geht ihr raus und seht natürlich. Halt, ja. Ihr seht halt, wie er sich da halt am Abgaukeln ist und eine jubelnde Masse vor ihm steht, die ihm immer mal wieder auch Münzen in sein Säckle schmeißt. Ich versuche herauszuhören, ob er gerade ein Gedicht über mich vorträgt. Ja, aber kannst du ja nicht hören. Nö. Okay. Nö, macht er nicht. Ja. Er ist gerade anders am Gaukeln, als Gedichte vorzutragen. Also wir sind jetzt rausgekommen. Genau, du siehst das alle. Also ich sehe gerade, da ist eine riesen Menschenmasse, da muss ich mich jetzt nicht wirklich drin aufhalten. Ja, wir können direkt zur Taverne gehen. Nee, ich habe mich dazu entschlossen, der Menge aus dem Weg zu gehen und bin für die Taverne. Echt sicher? Ja. Bitte spaßig, Mann. Nee, ich, ich bin ja nicht so für Menschenmassen, deswegen halte ich mich da eher fern. Und aber wenn du in einer Menschenmasse bist und keiner erkennt dich wirklich, bist du dann wirklich in einer Masse? No. Bist du nicht für dich alleine? Oh. Ja, aber ich bin aber Händler und kein Taschendieb. Von daher möchte mein Geld auf ehrliche Art und Weise verdienen. Bist du Händler? Ja, ich bin hier. Auf ehrliche Art und Weise. Art und Weise. Ne? Also, ich finde, wir sollten, der soll seine Spülskiste machen, wir gehen zur Taverne und decken uns so langsam ein. Ja, und dann sammeln wir den am Rückweg ein. Genau. Und dann gehen wir. Ja. Finde ich, das ein guter Plan. Gut, dann lauft ihr jetzt halt auf direktem Weg zur Taverne? Ja. Oder wollt noch jemand die Frage halt noch jemanden? Wolltest du nochmal zu Jupp? Nee, Jupp, da habe ich keinen Bock mehr. Vielleicht hat Jupp ja auch lecker Fleisch. Lecker, meinst du, abends ändert sich das? Das ist wie bei unserer. Wie bei Dying Light. Genau, wie bei Dying Light. Vielleicht hat er jetzt den geilsten Shit ever. Vielleicht. Oh. Du wirst nicht erfahren. Das ist so ein Epic. Ja, nee, du bist unser Diss. Nee, komm. Nee, auf dem direkten Weg zur Taverne. Was willst du noch machen? Weiter abcashen, Mann. Weiter abcashen? Ja, richtig, Mann. Ich weiß auch noch gar nicht, ich sehe die ja gar nicht. Ich bin ja gerade so im Wahn bei den ganzen Leuten. Okay. Ich merke ja, die Crowd geht ab, ja. Ich habe endlich mal Zuhörer. Richtig geil. Ja. Bam, bam, bam. Oh. Ich merke, die Crowd geht ab. Bam, bam, bam. Das ist auch geil. Mal richtig die hart Kurs weitermachen. Ja. Okay. Schön. Das müssen wir das nachvertonen. Ich mache unsere alle Stimmen dann, ja. Ja, Peter ist ja mittlerweile. Ich wollte gerade sagen, Peter ist ja mittlerweile geübt da drin. Ja, professioneller Synchronsprecher. Ja. Stimmt, das auf jeden Fall. Nein. Okay, doch, ein bisschen schon. One-Taker. Ja. So läuft das. So gehen drei von unseren vier Helden in die örtliche Taverne. Da gibt es halt wie in jeder Taverne halt einen Tresen, einige Tische und wie es auch üblich ist, ist das Ganze immer wieder verbunden mit einem Schlafbereich. Ja gut, aber Kellner! Kellner! Ich ruf mal nach dem Kellner. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was wünschen Sie denn gerne? Was hätten Sie denn gerne? Hallo, ich mag Moneten. Der sagt nicht Hallo. Der sagt Hallo. Der sagt Hallo. Hallo, ich mag Moneten. Ich mag Moneten. So. Ja. Wir setzen uns mal. Sollen wir nicht direkt zum Wirt gehen? Ja, eben. Ja. Also nicht irgendwo hinsetzen und dann den Kellner rufen. Wir wollen uns ja nur eindecken. Ja, deswegen. Aber wir kommen ja quasi rein, stellen uns da an den Tresen und ich glaube, ich weiß nicht, ob der Kellner uns direkt beachtet. Er weiß das.
Ach so, ja dann hier Preis zum Huse, mein Lieber. Ich bräuchte was zur Verpflegung. Am liebsten, Toyota Prius. Hätten Sie Schinken da? Lassen Sie mich kurz nachgucken. Er dreht sich halt um, kramt halt kurz in den geräuchert. Geräucherten Schinken, den haben wir leider gar nicht mehr angeboten. Ich kann Ihnen aber frischen Schinken geben. Gerade heute Morgen ist geschlachtet. Frisch von der Keule. Frischer Schinken hält sich leider nicht so lange. Haben Sie denn irgendwas, um den haltbarer zu machen? Irgendwie Salz oder so, dass wir pökeln können? Ich hätte geräucherte Wurst, die ist schon fertig. Ja, nehmen wir Wurst mit. Jo? Was? Wie alt ist sie? Ja. Die ist von vorgestern. Oh ja, das passt ja. Das ist gut. Wenn die ist von vorgestern. Du nimmst Wurst mit? Ich nehme Wurst mit. Okay. Was nehme ich denn mit? Einfach Wurst? 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 Einfach Wurst. Was nehmen Sie denn für die Wurst?